Jetzt, es ist vollbracht, das ist die Endfassung, hier noch die Antenna Funky und die Antenna Barracuda. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Kann sich sehen lassen. Was mit dem Motorkopf jetzt da oben? Sieht echt gut aus. Jetzt habe ich heute noch ein paar Tests gemacht. So, also jetzt wirklich, wenn er fertig ist, das 2-Jahres-Projekt. Das ist die Endfassung. 2 Jahre, bis das dann mal soweit ist. Bis man soweit gekommen ist. Jetzt habe ich, wie gesagt, heute noch eigentlich das erste Mal den Vogel so, wie er ist. Also ich habe die, da hatte ich noch überlegt, die Antennas, ob ich sie anklebe. Aber ich habe es jetzt mit doppelseitigem Klebeband. Tesa hält gut. Im Falle des Falles kann man es auch nochmal abnehmen. Jetzt habe ich heute noch mal einen Testflug gemacht, 3 Akkus durchgeflogen. Schwebeflug allerdings nur, ich war jetzt nicht auf dem Flugfeld. Einfach nur noch mal die AFR-Werte durchtesten. Und zwar hatte ich ja 9 Grad Roll eingestellt, 9 Grad Pitch. Und für Collective hatte ich 10 Grad eingestellt, damit ich hier auf dem Rotorkopf oben bei Vollausschlägen von Collective plus Roll und Pitch bei so einer Stellung da oben noch Platz habe. Für das Gestänge da oben mit dem Rotorkopf sollte er nicht anstoßen oben an der Rotorkopfhaube, also bei Vollausschlägen von Full Collective und Full Roll und Full Pitch, ne, bei so einer bei solchen Stellungen. Vermeiden, dass da irgendwelche Gestänge oben an die Scheibe anditschen. Das hatte ich so durchgetestet. Also ich hatte ja schon mit der alten Rotorkopfabdeckung hatte ich ja schon 11 Grad eingestellt und dann auch mal versuchsweise von 11 Grad auf 12 Grad den AFR erhöht. Nur für Collective. Das hat aber gar nichts gebracht. Also es ist nicht so jetzt, dass der Vogel schon abhebt hier bei so einer Stellung. Also deswegen habe ich jetzt heute mal das, wie gesagt, ich habe das Collective 10 Grad eingestellt. 10 Grad für Collective, 9 Grad für Roll, 9 Grad für Pitch. Und das waren die Werte, die ich heute mal durchgetestet habe. Ich habe sonst gar nichts geändert. Ich wollte jetzt nur noch mal den Hoverwert genau, möglichst genau ermitteln. Also meine EFA-Einstellungen sind, da ändere ich jetzt auch gar nichts mehr. Das bleibt jetzt von 9 Grad Roll, 9 Grad Pitch und 10 Grad Collective. Das sieht dann so aus. Was Differential heißt, kann ich euch nicht sagen. Hat mir keiner erklärt. Das ist nirgendwo nachzulesen. Also so, dass die lasse ich hier, habe ich ab alles so gelassen, wie es ist. Es ging heute eigentlich nur um diesen Throttle-Hover-Wert. Ne? Ich bin jetzt
heute etliche Tests gemacht, habe sonst nichts geändert. Also dass die Werte bleiben alle so, wie sie sind. Die sind für alle Modis gleich, also Hold, Normal, Stunt 1, Stunt 2. Deswegen blätter ich da jetzt nicht noch extra nochmal durch. Also da habe ich, wie gesagt, nichts dran geändert. Die Werte bleiben so, wie sie sind. Ich habe ihn noch mal neu kalibriert vorher, und zwar, dass die Blätter, dass ich mich jetzt hier nicht verhaspel, na, und zwar hier so die Pitchlehre draufgelegt, damit ich 0 Grad habe. Ich muss den so ein bisschen einen Zentimeter aufbocken. Hinten, das ist eigentlich fast 0 Grad. Also wenn ich da jetzt die Pitchlehre drauflege aufs Blatt, dann hatte ich jetzt genau hier 0 Grad, da 0 Grad. So habe ich es kalibriert. Habe das heute so mal getestet mit den. Insbesondere, weil heute war richtig Windstille, deswegen wollte ich jetzt mal heute bei fast idealen Windstille-Verhältnissen nochmal testen. Und zwar hier diesen Stability Envelope und den Attitude Trim, weil das hatte mir gar nicht gepasst, 450. Aber das scheint jetzt irgendwie zu stimmen. Also ich. Obwohl, möchte das auch gerne so lassen, weil zu einem Envelope von 20 gehört auch ein Attitude Trim, ein korrespondierender von 200 und nicht 450. Also er hat auch keinen großen Linksdrift mehr. Das scheint gut zu funktionieren. Das Einzige, was ich heute getestet habe, ist, wie gesagt, alle Werte so gelassen, wie sie sind. Und ich habe nur mit den Hover-Offset-Wert ermittelt. Und das ist, verstehe ich jetzt, kann ich euch nicht genau sagen, warum, wieso, weshalb, aber der änderte sich. Also bei jedem Schwebeflugversuch schwierig genug, den Vogel da vor sich zu haben und dann irgendwie den Blick abwenden und dann hier aufs Display gucken. Dann hier schnell aufs Display gucken, wo stehe ich hier, bei welchem Wert, ne? Also ich, wie gesagt, das Collective. Den AFR von Collective 11 Grad. Bei 11 Grad war ich bei 84. Also 12 Grad, das hat gar nichts gebracht, da hat sich gar nichts geändert. Ich habe es jetzt, wie gesagt, auf 10 Grad eingestellt. Jetzt hatte ich heute ganz unterschiedliche Werte bei unterschiedlichen Schwebeversuchen. Einmal waren es 86, einmal waren es 88, einmal waren es 91, einmal waren es 92 und einmal waren es 94. Und bei so 88. Also ich habe ja den Governor eingestellt, 72% Throttle. Dazu habe ich den Motorregler eingestellt. Also eine Throttle Curve setzen.
eine ganz geradlinige 72, 72, 72, 72, 72. Dann eine Pitch Curve von 50, 50, 50, 50, 50. Eine ganz gerade Kurve. Helikopter hinstellen, auf Normal stellen, den laufen lassen 20 Sekunden lang, abschalten, fertig. Ne? Dann ist eigentlich der Motorregler ist eingestellt und er müsste eigentlich bei 72% Trottel, also stets immer 1000 Umdrehungen pro Minute halten. Ne? Also egal wie viel Collective ich hier verstelle, also je mehr Collective ich natürlich verstelle, umso größer ist der Luftwiderstand und desto mehr Amps müssen aus dem Akku in den Motorregler rein. Ne? Das versteht sich eigentlich von selbst. Deswegen war ich jetzt heute überrascht, dass ich so viele unterschiedliche Hoverwerte hatte, obwohl ich gar nichts geändert habe. Gar nichts an Einstellungen. Ich habe nur den Hoverwert mehrmals abgeändert und muss sagen, also bei 88% Hover habe ich genau ein Offset von 16. Ich habe dann aber 1% mehr eingegeben hier, also 17, und der flog, also es war richtig stabil, ne? Also ich glaube, das ist schon eine kritische Zahl hier auch. Also wenn man das, wenn der tatsächliche Hover 88 ist, dann habe ich 8 plus 8 sind 16, dann bin ich bei 88, müsste ich hier 16 eintragen. Ich habe aber dann mal versuchsweise 17 eingetragen. Und es ist so irgendwie, habe ich das Gefühl, er ist dann irgendwie, na, es ist nicht mehr so ein, irgendwie ist er teilweise so, schon so richtig gut stabil in der Luft. Aber aus mir unerfindlichen Gründen kann ich auch nicht sagen. Die Akkupacks sind ja immer die gleichen. 6S, 5000 mA. 50C sind alle ist immer die gleichen Akkus. Also ich habe dann schon sehr unterschiedliche Hoverwerte heute ermittelt. Ich weiß nicht, ob die Satellitentechniker da noch rumfummeln. Aber das ist noch nicht so eine stabile Angelegenheit. Also das, wie gesagt, bei 88, also 50, bei 85% Hover wäre mir eigentlich so 84, 85, das wäre mir eigentlich am liebsten. Dann habe ich noch so 15%, ne? Das reicht eigentlich. Also von 85 auf 'mal so einen Boost geben, ne? So ein, also der soll ja nicht in den Himmel schießen hier von 85 bis 100. Der soll ja zügig, aber also 84 hatte ich schon einen Hover. Das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, was die da umstellen, verstellen bei unterschiedlichen Flugtestversuchen, Schwebetestversuchen. Also der sollte natürlich schon irgendwann mal konstant bleiben, der Hoverwert, ne? Und nicht, dass sich das immer ändert. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Vielleicht sind die Profis noch nicht mit meiner Drehzahl von 1000 Umdrehungen pro Minute happy. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber 1000 Umdrehungen. Ich habe jetzt irgendwie kein negatives Feeling irgendwie bei 1000 Umdrehungen.
Logisch, ja, ich könnte noch mit 1300, aber ich will ja nicht. Weiß nicht. Das sind 5 Blatt. Das ist ein 5 Blatt. Das ist kein 2 Blatt, das ist ein 5 Blatt. Und noch dazu haben die rote Blätter von der Blattschmied, die haben so einen kleinen, leichten S-Schlag. So einen leichten. Also der Auftrieb ist so oder so schon besser beim 5 Blatt mit diesen Rotorblättern. Ich glaube noch nicht mal, dass der ein Collective braucht von 11 Grad oder 12 Grad oder 13 Grad. Also ich glaube gar nicht, dass der so viel braucht, aber ich muss das noch weiter austesten. Aber zumindest war das jetzt heute wieder so eine Test, Erfahrungswerte sammeln und schauen, wie es fliegt. Aber ich meine, es ist schon, also wenn ich den Hoverwert, den Offset um 1% weiter raufsetze, höher setze als den tatsächlichen Hoverwert, habe ich so den Eindruck, er ist noch einen Tick stabiler in der Luft. Ne? Aber das war jetzt so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ja, aber ansonsten, der Helikopter ist jetzt fertig, da wird jetzt nichts mehr dran geändert, das ist jetzt so die finale Version. Timer start. Timer stop. Hold. Normal. Timer start. Timer start. Timer start. Ah, der Motor geht jetzt gar nicht an. Ist auch interessant. Hatte ich auch gestern. Timer stop. Hold. Das ist wieder interessant. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Interesting. Timer start. Ja, also die Ansage Timer start kommt bei 9 und bei 12 fängt das Laufen an. Ist auch ein guter Test, wenn man die Blätter sich anguckt, wenn die schnell rotieren, ne? So ein Seitwärtsblick kriegt man so ein gutes Bild von den Blättern, ne? Nicht, dass eins schief steht. Das ist nicht so gut. Oh, das war jetzt wieder interesting. No. Timer start. Timer start. 9. Time remaining 7 minutes. Timer start. Naja, so leicht, seicht, very soft ist der Motorstart noch nicht. Na, wir sind, glaube ich, wir müssen noch ein bisschen Software. Funk, Tech and Software. Aber es ist zumindest jetzt der finale Status vom, was den Bau anbelangt. Das andere ist, wie gesagt, das, was am meisten Zeit kostet. Das ist Software und Programmierung. Ich kenne das von der Firma Apple Computer. Ich mache das schon seit 30 Jahren. Ich habe festgestellt, Software ist der größte Anteil, der am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Das müssen wir jetzt noch
schauen, dass wir das noch hinbekommen. Mit dem, also ich möchte eigentlich ungern noch irgendwelche AFA-Werte ändern. Ich will es eigentlich gerne so lassen, wie es ist. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich damit hinkomme. Aber es fliegt schon, aber es ist, wie gesagt, also der Hover muss stabil. Wenn man den Hoverwert einmal eingestellt hat, muss das eigentlich wirklich, man will nicht jedes Mal gucken und schauen, stimmt's noch, hat sich wieder irgendwas verstellt, also das ist es nicht. Aber es ist, wie gesagt, das ist jetzt so der Vogel nach 2 Jahren. War heute eigentlich das erste Mal, dass der Vogel einen Schwebeflug gemacht, ne, im finalen Stadium eigentlich. Also das ist jetzt, wie gesagt, das End. Da ist jetzt alles dran, was dran gehört und wie es dran gehört und mit den Decals noch und den Antennas und den der Rotorkopfhaube und jetzt wäre ich dann schon froh, wenn wir den Rest in Funktechnik und Software auch noch auf die Reihe bekommen. Okay, das war's.